Der Ort Cabarete liegt im Nordosten der Dominikanischen Republik. War es vor Jahren noch ein unbedeutendes Fischerdorf, so wird heute das Leben überwiegend vom Tourismus geprägt. Er hat nicht nur Arbeit für die meisten Menschen gebracht, auch die Kriminalitätsrate ist erheblich gesunken. In den Straßen herrscht 24 Stunden am Tag ein reges Treiben. Souvenirläden und Shops der vielfältigsten Art bieten landestypische Warenfeilen. Unzählige Restaurants laden zum Verweilen ein und einige deutsche Einwanderer haben sogar hier eine neue Existenz gegründet. Neue, attraktive Hotels schießen aus dem Boden, um noch mehr Touristen beherbergen zu können. Sie bringen schließlich Geld ins Land und das soll nach Möglichkeit auch hier bleiben. Ein beliebtes Transportmittel zur Personenbeförderung sind die sogenannten Quagwa, Kleinbusse, die jeden für umgerechnet 50 Cent bis in die nächste Ortschaft mitnehmen. Durch die stetigen und kräftigen Winde, die in der Bucht von Cabarete bis zu 55 Kilometer die Stunde erreichen, werden viele Kiteboarder aus der ganzen Welt angezogen, die hier ideale Bedingungen für ihren Sport vorfinden. Wer aber zur gleichen Zeit im nahegelegenen 4-Sterne-Hotel Viva Tangerine eingescheckt hatte, um unter Palmen am Strand mit herrlichem Meerblick zu relaxen, der erlebte eine böse Überraschung. Eine holländische Auftragsfirma montiert seit Wochen lange Eisenrohre, welche anschließend im Meer versenkt werden. Der Baulärm ist noch bis zum Hotelpool zu hören und der Wind treibt den Gestank der Dieselaggregate bis in den letzten Winkel. Das Ufer wird durch ein hunderte Meter langes Eisenrohr versperrt und ist nur durch Überklettern zu erreichen. Durch diese Rohre soll später einmal neuer Sand an den Strand gepumpt werden. Das Meer trägt täglich den Strand ab und die Umweltschäden sind nicht zu übersehen. Durch meine Dreharbeiten habe ich die Aufmerksamkeit eines Wachmannes erregt, der jetzt auf mich zukommt. Als wir dann ins Gespräch kommen, berichtet er mir, dass er seit Jahren in diesem Hotel gearbeitet hat. Das Hotel musste aber leider letztes Jahr geschlossen werden. Die Getränketafel an der Strandbar ist ein stiller Zeuge des sicher einstmals turbulenten Lebens an diesem Ort. Einsam dreht er hier täglich seine Runden und hofft auf wieder bessere Zeiten. Die Dominikaner werden jedoch ihre Lebensfreude und Unbeschwertheit nicht verlieren und wir werden nach wie vor im Billigland Domrep Urlaub machen. Un día la pagará.